meinen ganzen Stolz. Weist sie in die Schranken. Oh, fast vergessen. Special des Monats. Eure eigene Insel. Für den Kopf von Jason Brody. Tja, lieber Hoyt, wenn du wüsstest, wie nah wir dir stehen. Nur noch 3 Wochen, dann geht's nach Hause. Wie läuft's, Frischling? Ja, nehmen wir mal mit hier. Das Schöne ist, wir können ja jetzt noch ein paar Dinge einsammeln. Beide Rucksäcke sind natürlich wieder voll. Können wir noch ein paar Spritzen herstellen? Okay, jetzt müssen wir anscheinend die Höhle verlassen. Wir haben ja, was wir wollten. Sam, ich bin gerade vom Boot runter. Oh, jetzt kannst du dich da frei bewegen. Aber lass dich auf keinen Fall bei irgendwas Verdächtigem erwischen. Töten, sprengen oder so. Bluffen, Jason. Einer von Hoyts Leuten hat mir was angeboten. Eine Gruppe Verräter plant, ihn zu bestehlen. Ich glaube, wenn ich die umlege, wird Hoyt mir vertrauen. Ah ja, eine Dresdner Rochade. Die beste Wahl. Noch schneller wäre es gewesen, Jason Brody zu töten. Aber das fällt ja wohl aus, was? Ich habe die Verräter von drinnen überwacht. Sie haben 3 Hauptmänner. Und einer hat vielleicht eine Personalliste mit allen Beteiligten bei sich. Töte sie. Besorg die Liste. Und ich werde heute wissen lassen, was für ein guter Soldat du bist. Wo ist Ihre Basis? In einem alten Tempel. Ich gebe dir die Koordinaten. Ich schau nur mal, wo die Herren diese Koordinaten zu sämtlichen Tempelanlagen mal haben. Gehe zu einem alten Tempel. Wow, wer ja so gerne in alte Tempels geht, und ihr wisst ja, wie es ist, wenn der gute Jason in alte Tempelanlagen geht. Hinterher liegt immer alles in Schutt und Asche. Immer. Also ich war noch in Gunner-Tempel-Ruine, die nicht am Schluss zum Einstürzen war. Ich kann mich auch nicht entsinnen, dass wenn Indiana Jones in der Tempelanlage zum Schluss war, dass die nicht irgendwie eingekracht ist. Oder gibt es da mal eine Szene, wo eine Tempelanlage ist und die mal nicht hinterher einkracht? Müsste ich mir vielleicht mal wieder Indiana Jones Filme angucken. Aber hier in der Nähe ist noch ein Funkturm, den wir, denke ich, auch aufsuchen sollten. Und mit dieser Uniform werden wir ja nicht beschossen. Jedenfalls nicht von unseren eigentlichen Feinden.
Puh. Ich glaube, ich sitze ein Stück, bis ich wieder am Turm, am Ding bin. Bis dahin. So, liebe Leute, und da bin ich wieder zurück zu Far Cry 3. Jetzt habe ich schon mal den Funkturm erreicht, den machen wir jetzt gleich mal mit. Und öffnen hier noch ein wenig, schalten noch ein Stück frei vom Land. Also ich will wenigstens am Ende des Let's Play noch ein bisschen die Karte vielleicht freischalten. Hier sind ja noch so einige Funktürme. Guest Town, ja. Ja, gucken, wo es uns im Spiel noch überall hinreißt. Und ich will wenigstens die Funktürme alle gemacht haben, die Außenposten. Naja, ich will zumindest zu einem großen Bruchteil mitmachen. Vielleicht werde ich auch mal noch irgendeine in der Folge herzeigen. Überlege ich noch. So, und jetzt werden wir noch diesen einen Funkturm gleich mitmachen. Ich weiß nicht, soll ich den vielleicht sogar offscreen machen? Mal gucken, vielleicht geht er ja relativ fix. Geh zum alten Tempel, ja, das machen wir auch noch. Ah, okay, hier müssen wir hoch. Ach ja, Funktürme machen. Ja, wir müssen hier lang irgendwie. Okay, sehr gut. Ah, Mann. Ist doch gerade so schön. Ganz gut. So, jetzt sind wir schon wieder fast oben, haben es schon wieder fast geschafft. Ja, aber auch nur fast. Das wäre auch so eine Sache. Ich glaube, wir müssen darüber hopsen und dann da hoch. Mann. Wie ich das hier hasse. Einmal blöd abrutschen, hat sich das erledigt. Ich glaube, den Rest des Funkturms mache ich vielleicht offscreen, oder? Ich glaube, ja. Den Rest mache ich offscreen. Ich nehme wieder auf, wenn ich... So, ich habe es jetzt mal nach oben geschafft. Endlich mal. Naja, jetzt sind wir so ein bisschen in den Funkturm und jetzt gucken, was wir uns noch schönes alles hier freischalten. Brieftasche ist voll, wir können nichts mehr plündern. Wieder ein paar schöne Strandhütten, die wir... Ach ja, herrlich, was wir für Strandhütten jetzt alles freigeschaltet haben.
Ah, das ist vielleicht eine der Tempelruinen, wo wir hin müssen. Puh. Wenn ich sehe, was hier noch an Karte so alles frei ist und Schnellreiseorte. Das ist ja Wahnsinn. Unser nächstes Ziel scheint hier zu sein. Hier wäre noch ein Funkturm, den könnte man eigentlich auch noch machen, aber ach. Und hier müssen wir hin, dann machen wir eine Schnellreise hier hin. Ich hoffe, dass dort wieder ein Waffenhändler ist. Ich weiß ja gar nicht genau, was für ein Camp das da ist. Aber wir können anscheinend dahin reisen. Ja, wir sollten mal ganz schnell Musik ausmachen. Nicht, dass wir dann wieder hinterher Ärger haben mit so Menschen von... Na. Zumindest im Autoradio. Nicht, dass wir dann wieder hinterher Ärger kriegen mit so komischen Gesellen von der GEMA. Wobei kein normaler Mensch, das finde ich immer sehr idiotisch. Kein normaler Mensch wird sich das Video angucken, um dieses Lied zu hören, also vor allen Dingen, wenn da noch dazwischen Gequatsche ist. Das ist eigentlich immer so eine Logik, die die GEMA da hat. Naja, was jetzt? Ah ja, ich glaube, ich weiß, was wir jetzt machen müssen. Gehen wir vielleicht ein Stück weiter weg. Wenigstens ist das nicht diese Insel mit den Dinosauriern. Wir haben dieselbe Uniform an, das ist nicht verdächtig. Wie ist die Insel nur so runtergekommen? Stell dir vor, du wohnst hier. Ja, wem sagst du? In den 80ern war hier los. Viele Rohstoffe, viel Geld. Ja. Nichts hält ewig. Aha. Okay. Gott, verdammte Hitze. Hi. Hey. Nein, den töten wir nicht. Zumindest jetzt noch nicht. Oder ich will ihn nicht töten. Ja, wir müssen drei VIPs töten.